ist Ronja und wir bauen heute ein Minecraft-Haus mit Sachen, die uns ein Zufallsrat generiert. Und zwar habe ich die Idee bei einer anderen YouTuberin gesehen. Die Idee fand ich super cool, deswegen wollte ich das selber machen. Und habe mir ein paar Kategorien rausgesucht, mit denen wir unser Drehrad drehen können. Ich bin nicht der beste Bauer, nur kurz vorweg. Ja, wenn ihr jetzt hier ein Meisterwerk erwartet, dann möchte ich euch vorwarnen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Meine Prüfungen sind vorbei, ich habe Semesterferien, deswegen streame ich jetzt wahrscheinlich die Tage auch mal. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, drückt den kleinen Abonnieren-Knopf und die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es denn dann mal soweit ist. Und dann würde ich sagen, halten wir uns nicht länger bei der Vorrede auf. Unser erstes Rad entscheidet über das Biom, in dem wir das ganze Ding bauen. Ja, ist ja auch wichtig. Wir können ja nicht einfach sagen, oh ja, wir bauen irgendwo im Wald. Wir bauen entweder an den Strand, in die Extreme Hills, ins Blossoming Field. Ja, da wäre ich kein Fan, das wäre ein Traum. Swampland, Cold Desert Dunes, Mystic Grove und Outback stehen zur Auswahl. Und dann drehen wir den Spaß einmal. Wir haben Strand. Ja, wir bauen ein Strandhaus. Das ist cool. Unsere nächste Entscheidung ist, wie groß das Meisterwerk hier werden wird. Wir haben entweder ein winzig kleines Haus mit einem Plot, der nur 8x8 groß ist. Wir haben 16x16, 24x24 und ein langes, breites Feld mit 8x32. Ich hoffe, es wird irgendwas dazwischen. Also 16 oder 24 fände ich cool. 8x8 ist ein bisschen sehr klein. Da muss man dann hoffen, dass man 7 Etagen kriegt oder so. 24 mal 24, das größte Grundstück, was es in der Auswahl gab. Das heißt, wir bauen ein Schloss, schätze ich mal. Yeah. So, wir sind jetzt hier auf unserem kleinen Strand angekommen, wo wir dann bauen werden. Hier ist eigentlich ganz hübsch, aber hier passt natürlich das ganze Feld nicht hin. Deswegen, hier ist der 24 mal 24 Plot, auf dem wir gleich bauen dürfen. Ich muss im Creative bauen, weil sonst wird das für immer und ewig und alle Zeiten dauern. Ich hoffe, das ist klar. Aber das wird hier das Grundstück. Natürlich muss ich nicht auf alles das Haus bauen, beziehungsweise habe ich nicht vor, weil sonst ist das auch so reingeklatscht aus. Man möchte ja auch ein bisschen Landschaft und Garten und etc. pp. Dazu. So, wir wollen natürlich auch wissen, aus welchem Material bauen wir die Wände von dem ganzen Ding. Wir haben hier als Auswahl Mineralien oder Edelsteine, da wäre ich sehr für. Also vor allem, wenn wir ein Schloss, dann können wir ein richtig süßes Prinzessin-Schloss bauen. Das wäre richtig cool. Alternativ haben wir noch Wolle, Erde. Überlegt mal, wir haben so ein Riesending, ein Riesengrundstück und 3 Etagen. Und dann haben wir einfach nur so, hey, Erde. Alternativ haben wir Ziegel, Stein oder Holz. Hier ein paar Mods drin, damit wir ein paar mehr Blöcke haben und das Ganze bunter und schöner wird. Und es sieht so aus, als bauen wir das Ding aus Stein. Alles klar, wie gesagt, wir sind auf unserem kleinen Strandbiom. Wir haben unseren 24x24 Block und unsere Auswahl ist auf Stein gefallen. Deswegen habe ich mir hier schon mal ein paar Sachen ins Inventar genommen zum Bauen. Mit Steinen, die vielleicht nicht komplett langweilig und doof aussehen. Und mit denen würde ich jetzt hier versuchen, erstmal eine Grundform von dem Haus zu bauen. Ich versuche ein paar Farben zu benutzen, damit es nicht komplett wach ist und nur grau. Wie gesagt, ich bin nicht der Baumeister hier unter uns. Aber ich hoffe aufs Beste und es kann ja auch technisch gesehen gar nicht so schwer sein, right? Okay, so das wird ungefähr meine Grundform werden. Ich versuche das hier so ein bisschen versetzt zu bauen mit verschiedenen Farben, damit man so ein bisschen den Eindruck hat, dass es am Ende so eine Art verkasteltes Ding wird. Wir müssen jetzt natürlich, ist mir gerade aufgefallen, mal rollen, wie viele Etagen wir zu dem ganzen Ding hier bauen sollen. Weil momentan bin ich bei einer Etage, die ist ja Minimum. Aber ich würde jetzt ungerne 15 Etagen hier hinballern und dann kommt im Drehrad nur eine 2 raus. Deswegen rollen wir jetzt erstmal eine Runde. Okay, Rad des Zufalls. Wie viele Etagen soll unser Schloss denn haben? Und es werden 3. Das ist ein großes Ding, was ich hier baue. Alrighty, 3 Etagen werden es wohl werden. Das heißt, wir bauen hier noch was dran mit unseren wunderhübschen lila Steinen, die wir hier haben. Alrighty-o, das hier ist unser wunderbares, bis jetzt 2-Etagen-Haus, aber bitte bedenken, da kommt ja noch ein Dach drauf, das heißt, hier kommt noch eine große Dachetage rein, da kann ich dann hier noch eine 3. Etage reinballern, genauso wie hier, hier kommt ein Dach drauf und dann haben wir hier den Part auf jeden Fall als 3. Etage und hier kann ich da vielleicht eine schöne Treppe reinbauen oder sowas. Mal gucken, wie das Ganze wird. Es ist jetzt ein bisschen, es sieht nicht nach schönem Gebäuden Kram aus, ja? Aber ganz ehrlich, meine Möglichkeiten sind beschränkt. Ich habe hier Steine, ja? Also, es sieht auch ohne Dach noch ein bisschen komisch aus. Wir versuchen jetzt mal
damit das Ganze nicht so komplett unförmig ist, hier Fensterchen reinzubauen. Und zwar entscheidet auch wieder das Glücksrad über die Form unserer Fenster und deswegen rollen wir das kurz. Okay, wir haben unsere Grundlagen und jetzt würde ich sagen, jedes gute Haus. Wir brauchen natürlich Fenster und was für Fenster wir bauen, entscheidet natürlich wieder unser trusty Glücksrad hier. Und zwar bauen wir quadratische Fenster, okay. Okay. Alles klar. Quadratische Fenster sollen es sein. Das heißt, quadratische Fenster werden es auch. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Vor allem ist es einfach in Minecraft. Dann bauen wir hier nämlich mal ein paar große, große Fenster rein, damit es hier schön hell wird. Ich kann die, glaube ich, nur 2x2 bauen, weil sonst ist meine Wand nicht hoch genug. Das sind hier 2 quadratische. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay, bevor wir jetzt hier mit der Fensterbauerei weitermachen, roll ich erstmal, welche Farbe unsere primäre Farbe für das ganze Mauerwerk hier wird. Also ich meine, die Wände kann ich eh nicht mehr beeinflussen. Die sind jetzt, wie sie sind. Ja, sie sind steinig. Aber es geht natürlich auch um Einrichtung. Was für eine Teppichfarbe kommt da rein? Was für Fenster? Weil es gibt hier richtig coole so Modfenster. Hier solche. Und da will ich jetzt natürlich nicht grüne Fenster reinbauen, wenn mein generelles Thema rot-gelb ist. Ja, deswegen rollen wir. Jetzt ist natürlich noch die Frage, welche Farben wollen wir für unsere Wände und Böden und Einrichtung und generelles Farbschema? Hier haben wir zur Auswahl Regenbogen, Pink, Lila, Grün, Blau, Rot, Orange, Gelb oder Schwarz. Und ich hoffe sehr, es wird nicht schwarz. Also, das wäre... Nein! Alles klar, schwarz it is. Das heißt, wir hauen hier schwarze Fenster rein. Zack. Da kommt hier noch so einer. Schön ist es nicht, ne? Jetzt haben wir hier unsere Fenster. Wie gesagt, ich habe diese vorgefertigten. Die fand ich eigentlich ganz cool. Aber jetzt sehen die im Vergleich zu den anderen, die ich hier gebaut habe, ziemlich blöd. Also ich glaube, ich ändere jetzt nochmal kurz alles in dieses Glas fix. Weil sonst ist das ein bisschen ungleichmäßig für mich. Alles klar, schwarze Fenster, wunderbar. Also was will man mehr in einer, ich weiß nicht, Vampirfestung, was auch immer das hier ganz... Es wird nicht wirklich eine Festung, ja, es ist eher kleiner. Aber das, wie gesagt, das Dach, es kommt noch, ja, es kommt noch. Aber jetzt kommt natürlich als erstes die Raumeinteilung, damit wir auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben. Und damit ich weiß, wie viele Räume ich hier bauen muss, rollen wir jetzt, wie viele Schlafzimmer hier in das ganze Haus sollen. Für die Einrichtung befragen wir natürlich auch unser Glücksrad. Und jetzt haben wir die Frage, wie viele Schlafzimmer wir in unser Schloss reinbauen sollen. Ob 1, 2, 4 oder 6, 1 wäre schon ein Brett. Also irgendwie muss ich den ganzen Platz hier füllen. Oh, ja, oh mein Gott. Das ist perfekt. Alrighty, wir sind jetzt hier an unserem kleinen Haus. Ich habe die Schlafzimmer, soweit es ging, eingerichtet. Ich habe hier unten schon mal eine kleine Küche reingebaut, beziehungsweise eine relativ große Küche mit so schwarzen Tops, einem großen schwarzen Teppich, schwarzer Tisch, schwarze Stühle, schwarze Barhocker. Ich musste die Fenster übrigens austauschen von den schwarzen, weil es ist viel, viel, viel zu dunkel. Es ist immer noch saudunkel, weil ich glaube, der Shader einfach alles auch sonst ein bisschen dunkler macht. Okay, unser Schlafzimmer Nummer Uno ist hier. Und zwar haben wir hier einen kleinen Computer, so ein Kork-Pinboard, einen generellen Schreibtisch, Teppichboden, einen Soundanlagen-Ding und ein großes modernes Bett. Und was ich eigentlich echt cool finde, ist die View. Also wenn du in dem Zimmer bist, klar, das ist klein, aber du bist trotzdem super schön am Strand und ja, das fand ich voll süß. Und unser nächstes Zimmer ist sogar noch cooler und zwar ist es so ein bisschen offen. Hier ist so ein kleiner Durchgangsraum mit der Treppe. Hier ist das nächste Zimmer. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist zwar gleich groß das Bett, aber es sieht für mich irgendwie größer aus, weil es so ein zentralerer Punkt im Schlafzimmer ist. Kleiderschrank etc. pp., was man halt so hat in dem Schlafzimmer. Und die nächsten konnte ich leider noch nicht perfekt bauen, weil nämlich unser Dach fehlt. Und ohne Dach kann man halt schlecht oben die Zimmer einteilen. Deswegen bauen wir jetzt nochmal kurz das Dach, beziehungsweise wir rollen erstmal, was für eine Art von Dach wir hier auf unser Meisterwerk draufballern. Und ja, los geht's. Und jetzt bauen wir auf das ganze Ding noch ein Dach drauf. Und zwar entweder ein Satteldach, Mansardendach, Sheddach, Flachdach oder ein Pultdach, weil das habe ich hier noch offen gelassen, wie ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht bemerkt habt. Dachbauen dauert immer so lange, ohne Mist. Das ist wahrscheinlich eine tagesfüllende Aufgabe, je nachdem, was jetzt kommt. Aber Flachdach wahrscheinlich, das dauert nicht lang. Aber ich glaube, das kommt nicht. Ein Satteldach. Okay. Ja, ein Satteldach sollte es werden und ein Satteldach habe ich erschaffen.
Juhu! Sogar zwei Satteldächer, um ehrlich zu sein. Schaut euch das mal an. Hier, edel. Quasi. Hier ist sogar eine Schaukel. Bam. Aha, ich weiß. Ich bin kein großer Dachbauer, ja? Ich will euch nicht anlügen, aber ich hab's versucht. Es hat tatsächlich viel, viel, viel zu lange gedauert. Aber ist okay. Und damit ist natürlich die wichtigste Aufgabe erfüllt. Und wir können weiter unsere Schlafzimmer bauen. Ich habe hier schon mal eine kleine Einteilung vorgenommen. Eine Sekunde, ich zeige euch das kurz. Hier ist Schlafzimmer Nummer 3. Dann haben wir, wenn wir hier hinten hingehen, einen neuen Gang. Da kommt Schlafzimmer Nummer 4. Das ist ein bisschen klein, weil das hier eingeengt ist. Man sieht leider nicht gut, weil es sehr dunkel ist hier. Und dann hinten kommt man zu Schlafzimmer 5 und 6. Bevor wir das machen, und ich, damit ich auch ein bisschen mehr gleichzeitig machen kann, habe ich mir überlegt, wir rollen schon mal, was wir für einen besonderen Raum hier hinzufügen, damit das Ganze nicht nur so 0815 ist mit Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, sondern noch ein bisschen kleines Add-on. Schlafzimmer sind dann, aber wir wollen natürlich noch ein besonderes Etwas, deswegen habe ich hier noch eine kleine Kategorie für einen Extra-Raum, wo ich mir ein paar Themen überlegt habe, die wir da reinballern können, damit es nicht so ganz langweilig wird. Und ich bin gespannt, ich hoffe, ich glaube, alles passt eigentlich optisch ganz gut rein. Das ist... Oh, ein Heimkino! Nice! Wir sind jetzt hier fertig mit unseren Schlafzimmern und ich kann euch kurz zeigen, wie die restlichen eingerichtet sind. Wir haben hier Schlafzimmer Nummer 3. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es so dunkel ist. Ich versuche es ja heller zu machen, aber es reicht nicht. Ich baue hier Lampen wie ein ganz großer, aber es ist nicht genug. Ich wechsle mal kurz aus dem Shader raus, damit ihr auch seht, was hier ist, weil das Lila auch so dunkel ist und dann sieht man gar nichts. Hier ist einmal ein kleiner Schreibtisch, dann haben wir hier eine Lampe, Schrank, Bücherregal, Bett ist relativ klein. Wie gesagt, das ist das kleine Zimmer, hier ist noch eine Uhr. Aber da konnte ich leider nicht so viel mitmachen. Bam, bam, bam. Dann hier oben kennt ihr schon das Wohnzimmer. Jetzt haben wir hier noch ein Bad hinzugefügt, ja, weil ich keins hatte. Und man braucht ein Badezimmer, habe ich mir sagen lassen. Deswegen hier einmal kurz Bad, Klo. Hier sind wir im Schlafzimmer Nummer 4. Hier einmal, das ist ein bisschen heller wegen dem gelben Stein, sehe ich gerade. Hier haben wir ein Schlagzeug, ein größeres Bett. Mit der Dachschräge hat eigentlich ganz gut geklappt, weil die Betten da drunter passen, auch mit den Schränken. Und dann ist es eigentlich ganz gemütlich, fand ich. Hier hinten sind die letzten zwei Schlafzimmer, Nummer 5 und Nummer 6. Das sind die größten Schlafzimmer, die ich habe in diesem Haus. Das ist Nummer 5, da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht von jemandem, der ist eher kreativ, der näht und malt. Und dann ist hier hinten so eine kleine, keine Ahnung, Schminkkommode mit einem... hier unten ist der Pinsel von dem Gemälde, dann sind hier kleine Bürsten, kleiner Kosmetikspiegel, dann nochmal ein großer Wandspiegel für Outfits. Und das letzte ist ein bisschen mehr kinderzimmermäßig eingerichtet. Da haben wir hier einmal den ganzen Bereich mit Schränken, Kleidung, alles ein bisschen offener. Dann ist hier ein kleines Tischchen mit einer kleinen Spielekonsole, einem Sparbüchsenschwein. Und hier ein kleiner Sessel, Buntstifte und hier ist das Bett. Und was ich voll süß finde, sind diese kleinen Stofftierhäschen. Deswegen habe ich davon auch noch einen reingehauen. Was natürlich auch versprochen wurde, ja, was ich euch erzählt habe, ist der Extraraum, das Heimkino. Wie mir aufgefallen ist, habe ich ein bisschen gecheatet mit den drei Etagen. Weil, ganz ehrlich, das hier ist keine dritte Etage, ja. Wenn ich einen so einen kleinen Pupsraum da oben habe, dann ist es keine dritte Etage, okay. Bevor jetzt irgendjemand in den Kommentaren ein Fuchs ist und schreibt, Ronja, aber du hast drei Etagen gerollt. Keine Sorge, ja. Das Heimkino. Das Heimkino ist hier unten. Einmal hier runter. Und tada! Das ist jetzt offiziell meine dritte Etage. Wir tun so, als ob das oben einfach ein kleiner Addon-Dachboden ist. Und genau, das ist ein kleines Heimkino. Ich habe mir gedacht, das sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Man hat so zwei Etagen wie in einem richtigen Kino, damit man nicht die Köpfe von den Leuten vor sich sieht. Und das ist jedenfalls das Heimkino. Und dann rollen wir mal das Rad, was wir als nächstes machen. So, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, bauen wir jetzt mal draußen weiter, weil die Landschaft gehört ja auch zum Haus. Deswegen... bauen wir jetzt einen kleinen Gartenbereich und wie wir den gestalten, entscheidet wieder unser Glücksrad. Wir haben hier Teichgemüsegarten, Farmtiere, Blumengarten oder zugemüllt Blumengarten. Okay, okay. Tada! Ich meine, okay, wunderschön ist er nicht, aber ich bin sehr eingeschränkt, ja? Auf Sand wachsen keine Blumen, deswegen musste ich da Dirt hin machen. Das sieht alles ein bisschen bescheiden aus. Aber das hier ist mein Blumengarten. Ich habe hier noch so zwei kleine... süße Farnis hingebaut. Die mochte ich. Und dann rollen wir jetzt ein letztes Mal und schauen, was wir hier noch Kleines hinzufügen. Oder Großes, je nachdem, was das Rad uns gibt. Okay, unser Blumengarten ist solide, würde ich sagen. Wir wollen aber noch ein Statement-Piece. Und da haben wir hier wieder mal unser freundliches Glücksrad am Start mit seinen Auswahlmöglichkeiten. Wir haben
Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, wo ich gedacht habe, das wäre wahrscheinlich ganz süß. Ich habe gehofft, dass das kommt. Ich habe gehofft, dass das kommt. Den baue ich daneben. Den baue ich neben mein Blumenbeet. Das wird so ein Fest. Und da ist der Wasserfall. Das ist das letzte kleine Addon, was wir hier gemacht haben. Ich habe mal den roten Kreis entfernt. Wie gesagt, hier ist so eine kleine Draußen-Area. Hier ist ja auch direkt das Meer nebendran. Die Gegend ist, also dafür, dass es halt ein Strand ist, very pretty. Wie gesagt, hier der Blumengarten, der sieht auch ohne den blöden roten Kreis drum aus nicht mehr ganz so komisch aus, aber immer noch kein großer Fan. Aber ja, das ist das Haus. Okay, und das ist unser fertiges Vampirschloss im Strand mit Blumen und Wasserfall und schwarz und groß. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe sehr lange dran gesessen, ich will gar nicht lügen. Das hat unmenschlich lange gedauert. Ihr seht ja nur das, keine Ahnung, 10, 20 Minuten Video. Aber ich bin zufrieden damit, wie es geworden ist. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Schreibt mir gerne in den Kommentar, ob ihr sowas nochmal sehen möchtet. Vielleicht abgewandelt, vielleicht bauen wir dann kein Haus, sondern, keine Ahnung, Freizeitpark. Gebt dem Video einen Daumen hoch, dann sehe ich, wie das Ganze bei euch ankommt. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und hier, bevor ich es vergesse, weil ich habe es schon hier und da mal vergessen, es tut mir leid, ist der Top-Kommentar aus dem letzten Video. Und das war's jetzt mit dem heutigen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!